Neuer Versuch. Der Kanzler hat in der schon angesprochenen Pressekonferenz am 14. November erklärt, Israel sei, ich zitiere, Israel sei ein Land, das sich den Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen dementsprechend handelt. Jetzt sind mit Stand 14. November nach UN-OCHA-Angaben 102 UN-Mitarbeiter und 47 Journalisten durch israelische Vergeltungsschläge getötet worden. Da würde mich interessieren, ob diese Tötung in einem dreistelligen Bereich von UN-Mitarbeitern und einem mittleren zweistelligen Bereich von Journalisten für den Kanzler auch in diesem Bereich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt, fällt. Ich will das überhaupt nicht hier kategorisieren. Der Bundeskanzler hat gesagt, wie der Staat Israel grundsätzlich handelt. Wir haben es im Moment in einer Kriegssituation zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass die Hamas Israel überfallen hat, dass sie mehr als, ich glaube, inzwischen sind die Zahl bei 1200 Leute bestialisch umgebracht hat, dass immer noch mehr als 200 Geiseln dort gefangen gehalten werden. Das sind Frauen, das sind alte Menschen, das sind auch Männer und es sind Kinder, die ohne ihre Eltern dort seit mehr als 5 Wochen festgehalten werden. Die Hamas hätte jederzeit die Möglichkeit, sich da auch ein Zeichen der Versöhnung, wenn ich das so will, ein Zeichen der Abrüstung zu setzen. Im Gegenteil, der Beschuss geht weiter. Israel ist eine fortgesetzte Kriegssituation, die dort ist. Gleichzeitig bleibt der Aufruf an die israelische Seite, sich am Rahmen des humanitären Völkerrechts zu halten. Und wenn man die Unterschiede macht, wie die Hamas vorgeht gegen Israel und wie Israel gegen die Hamas vorgeht, kann ich zumindest Unterschiede erkennen. Zu einer allgemeinen Einzelfallbeurteilung kann ich von dieser Stelle nichts beitragen. Das tut mir leid für Sie. Zusatz? Aber die allgemeine Tendenz ist ja derzeit, dass sowohl Volker Türk als UN-Hochkommissar für Menschenrechte als alle involvierten UN-Organisationen sehr deutlich davon sprechen, dass Israel mit der Art des militärischen Vorgehens im Gazastreifen Völkerrecht bricht. Und bisher zumindest hat die Bundesregierung sich in der BPK hingestellt und gesagt, nö, wir sehen das anders. Und da würde mich schon interessieren, auf welcher Grundlage kommt die Bundesregierung zu dem Schluss, dass Israel im Gazastreifen Völkerrecht nicht bricht, im Gegensatz zur Einschätzung von eigentlich allen UN-Organisationen und vielen internationalen Partnerstaaten Deutschlands auch. Ich werde hier nicht in eine Thematik, wer was an der Stelle genau sagt, einsteigen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Es ist eine Kriegssituation, in der wir uns befinden. Das ist ein bewaffneter Konflikt, der fortgesetzt geführt wird. Und die Aufforderung, die wir auch an dieser Stelle mehrfach gemacht haben, auch meine Kolleginnen und Kollegen, die, wenn ich nicht hier bin, hier sitzen, war immer auch die Aufforderung, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts gelten müssen und dass sich alle Seiten daran halten müssen. Wir wissen, wer sich überhaupt nicht daran hält, das ist die Hamas. Und wir wissen auch, dass Israel bemüht ist und wenn es Situationen gibt, die verurteilungswürdig sind, dann wird auch das verurteilt werden. Aber das ist nicht am Regierungssprecher oder von der Bundesregierung von hier aus zu beurteilen. Und insofern kann ich Ihnen da auch an der Stelle wieder nicht weiterhelfen, Herr Wagen. Jetzt hat der Kollege meine Frage natürlich schon vorweggenommen. Ich will aber trotzdem